und Leser der Presse. Ich bin Alex Beer, die Autorin der August-Emmerich-Reihe. Und weil wir ja zurzeit alle zu Hause bleiben müssen, habe ich mir gedacht, ich versuche euch die Zeit ein bisschen angenehmer zu gestalten, indem ich die Bücher aus der Reihe verlose. Es gibt mittlerweile 4 Bände. Und ja, damit ihr euch entscheiden könnt, welchen Band ihr gerne haben wollt, stelle ich sie euch sukzessive vor. Im letzten Video habe ich euch den 2. Reiter präsentiert. Heute geht es weiter mit der Roten Frau. Wir sind immer noch in Wien der Zwischenkriegszeit. Es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Wir sind jetzt im März 1920. Und ja, ich lese euch mal den Klappentext vor. Wien in den Nachwehen des Ersten Weltkriegs. Als ein prominenter Politiker ermordet wird, kann sich Inspektor August Emmerich nicht an den Ermittlungen beteiligen. Stattdessen soll er sich um eine Schauspielerin kümmern, die um ihr Leben fürchtet. Doch der Fall entpuppt sich als nicht so nebensächlich, wie es scheint. Und schon bald stecken Emmerich und sein Assistent mitten in einem perfiden Mordkomplott. Ihnen bleibt nicht viel Zeit, um die Fäden zu entwirren, denn der Mörder verfolgt einen Plan, der schrecklicher nicht sein könnte. Ja, damit ihr auch ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie das Ganze geschrieben ist. Ah ja, apropos, weil es ist eine Frage, die sehr oft kommt. Natürlich kann man diese Bände alle durcheinander auch lesen. Man muss nicht mit dem 2. Reiter beginnen. Die sind alle in sich abgeschlossen und man kann sie ohne Probleme durcheinander lesen. Es ist Montag, der 22. März 1920. Emmerich und sein Assistent Winter, dieses ganz, ganz ungleiche Duo. Im ersten Band waren sie noch Polizeiagenten, haben davon geträumt, in die Eliteabteilung Leib und Leben aufgenommen zu werden. Das haben sie geschafft, so viel sei verraten. Aber ja, wie heißt es so schön, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Bereust du es? Rayonsinspektor August Emmerich schaute seinem Assistenten, der ihm gegenüber saß, in die Augen und massierte sein rechtes Knie. Eine Kriegsverletzung versteifte sein Bein immer mehr. Bald würde er gar nicht mehr in der Lage sein, es zu beugen, und die damit verbundenen Schmerzen wurden auch immer schlimmer. Dass ich Ihnen in die Abteilung Leib und Leben gefolgt bin? Du sollst meine Fragen nicht mit Gegenfragen beantworten. Emmerich zündete sich eine selbstgedrehte Zigarette an, der einzige Luxus, den er sich derzeit leistete. Sag schon, bereust du es? Anstatt etwas zu entgegnen, ließ Ferdinand Winter seinen Blick durch das Zimmer wandern, das seit 3 Monaten ihre Arbeitsstätte war. Während die lang gedienten Kriminalbeamten sich im Kommissariat an der Rossauer Lände zu zweit oder zu dritt ein Büro teilten, waren sie beide zu den Sekretärinnen und Amtsdienern in die Schreibstube gesetzt worden. Offiziell aufgrund von Platzmangel. Die inoffiziellen Gründe wollte niemand laut aussprechen. Emmerich betrachtete die anderen Arbeitstische und die daran sitzenden Männer und Frauen, lauschte ihrem Gemurmel und dem Kratzen von harten Bleistiftminen auf billigem Papier und atmete tief ein. Die Luft war abgestanden, es stank nach drittklassigem Parfum, Schweiß und Nikotin. Antworte mir. Winter starrte zu Boden. Er war kein guter Lügner und würde nie einer sein. Es gab Dinge, die konnte man nicht lernen, die musste man im Blut haben und die Kunst der Täuschung war ihm nicht in die Wiege gelegt worden. Im Gegenteil. Niemand konnte ahnen, dass es so... Seine Lider zuckten nervös, während er offenbar nach einer freundlichen Umschreibung suchte. So unangenehm werden würde. Unangenehm, setzte Emmerich an. Sein Tonfall ließ nicht erkennen, ob es sich dabei um eine Frage oder eine Feststellung handelte. Ich würde es eher als Psst. Winter deutete mit einer Kopfbewegung verstohlen auf einen Punkt hinter Emmerich und zupfte nervös an seiner Armschlinge. Seit einem schweren Unfall im November des vergangenen Jahres musste er den linken Arm ruhig halten. Wie lange das noch nötig war, stand in den Sternen. Der Polizeiarzt hat ihm aufgetragen, die Knochen auf keinen Fall zu belasten, und Winter hielt sich genau an diese Anweisung.
etwas zu genau für Emmerichs Geschmack. Entnervt fuhr er mit den Fingern durch sein ungekämmtes braunes Haar, drehte sich um und schaute direkt in das blasse Gesicht von Revierinspektor Peter Brühl, einem miesen Paragraphenreiter, der zwar im Rang höher gestellt, ihm jedoch an Lebenserfahrung weit unterlegen war. Brühl knallte einen Stapel Papier auf den Schreibtisch, den Emmerich und Winter sich teilten. Ein altes, abgenutztes Möbelstück, das in der hintersten Ecke des Büros stand, dort, wo die Strahlen der Deckenlampe nicht hinreichten und wo es stets ein bisschen zog. Berichte vom Fall Fürst, die gehören abgetippt. Es ist gleich 5, Schichtende, wir. Anweisung von Oberinspektor Gonska. Er steckte Brühl Emmerichs Widerstand im Keim und strich mit der Hand über sein dichtes, schwarz glänzendes Haar, das seitlich gescheitelt und mit Pomade geglättet war. Es ist dringend, beide, wenn ich bitten darf. Als Emmerich nicht sofort reagierte, wandte er sich dem Mann am Nebentisch zu, schenkte ihm einen vielsagenden Blick und formte mit dem Mund ein Wort. Leo Papusek, ein milchgesichtiger Speichellecker, der für die Postbearbeitung zuständig war, nickte wissend. Brühl zuckte mit den Schultern und schickte sich an, den Raum zu verlassen, als Emmerich hochschnellte und sich vor ihm aufbaute. »Sagen Sie es mir ins Gesicht!« »Ich weiß nicht, wovon Sie reden.« Der Revierinspektor grinste, stellte sich breitbeinig hin und spannte seine Muskeln an. Emmerich trat einen Schritt vor, sodass sich ihre Nasenspitzen beinahe berührten. »Sagen Sie es mir ins Gesicht!« Brühl fuhr zurück. Sein Grinsen erstarb. In dem Raum, der gerade noch von Alltagsgeräuschen erfüllt gewesen war, wurde es so still, dass man das Ticken der Standuhr im Nebenzimmer hören konnte. »Lassen Sie mich in Ruhe!« »Glauben Sie eigentlich, ich wäre taub?« sagte Emmerich. »Oder blöd? Glauben Sie, ich kriege nicht mit, wie Sie uns heimlich nennen?« »Sie glauben wohl, Sie wären etwas Besseres.« Brühl versuchte, an Emmerich vorbeizugehen, doch dieser versperrte ihm den Weg. Schließlich verlor der Revierinspektor die Selbstbeherrschung. »Verdammt nochmal«, schnauzte er mit hochrotem Kopf, »ich bin etwas Besseres. Jeder in der Abteilung ist es. Wir haben uns harten, anspruchsvollen Eignungstests unterziehen müssen, die ein humpelnder Drogenabhängiger und ein jämmerliches Unfallopfer nie im Leben bestehen würden. Wir waren eine Eliteeinheit, die Besten der Besten, bis Horvath, bis er...« Tatsächlich hatten Emmerich und Winter die harten Prüfungen nicht absolvieren müssen, die die körperliche und geistige Tauglichkeit der Aspiranten maßen. Karl Horvath, der frühere Leiter der Abteilung, hatte die beiden ins Boot geholt, nachdem Emmerich, damals noch Polizeiagent, einen heiklen Fall gelöst hatte. »Sagen Sie es endlich, lassen Sie es raus!« Emmerich stand nun wieder so dicht vor Brühl, dass er dessen warmen, säuerlichen Atem riechen konnte. Bis er die Krüppelbrigade eingestellt hat. Ja, Emmerich und Winter, die Krüppelbrigade, müssen sich jetzt also doppelt beweisen. Ja, und wie sie das tun und wie es in dem Fall mit dem ermordeten Politiker und eben auch dieser Schauspielerin weitergeht, das kann man lesen in Die rote Frau. Wer sich für dieses Buch interessiert, wer es gern gewinnen möchte, schreibt mir einfach ein E-Mail an office@alex-beer.com. Ja, ich freue mich auf eure Zuschriften und ja, im nächsten Video stelle ich euch dann den dunklen Boten vor und das schwarze Band, das brandneue Buch, das es im Mai dann gibt. Ja, bis dahin, alles Liebe und ja,